So, dann herzlich willkommen zurück bei Outer Worlds. Und zwar sind wir jetzt auf dem Weg zu, was hier? Von hier aus der Süden, genau, das sind wir richtig. Wir haben uns ja beim letzten Folge etwas verlaufen. Wow, fuck! Das mit den zu wenig Gegnertypen, nehme ich zurück. Alter! Daneben, scheiße! Alter! Glück haben wir auf diesen Werfer, ey. Leute, wir schaffen das. Oh, total an. Fuck, Königin muss weg. Königin. Scheiße! Wir haben Stress. Ach nö! Königin, sie zappelt noch. Aber nicht gut. Boah! Scheiß Wurm, Alter! Jetzt ist aber mal gut! Wir haben's! Boah! Puh! Alter Falter! Das war ja böse! Uiuiuiui! Geil! Das war ja jetzt völlig out of nowhere! Einfach mal komplett! Aber geil, so ist geil, macht es so, muss es sein, ey. Nah am Tod, wir waren sehr nah am Tod, ich weiß. Aber es kam halt so unüberraschend. So überraschend. Das fand ich jetzt schon nice. Muss ich ganz ehrlich mal so zugeben. Und wir müssen langsam mal eine andere Waffe nehmen, weil wir doch ganz schöne Munitionsproblemchen haben. Was? Wie komme ich denn jetzt hier rüber? As your engineer, I advise you not to set foot on that. Especially the bendy parts. Danke, Papadi. Das ist sehr nett von dir, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass du dich so um uns kümmerst und bemühst, beziehungsweise mich davor warnst, diese Brücke zu betreten. Das... es passt halt jeder auf den anderen auf. Die Frage ist jetzt die Alternativroute des ganzen Spaßes. Ups, Entschuldigung. Anscheinend kommen wir hier hoch. Alter, jetzt ist aber mal gut. Alter, was ist denn hier los? Gib mir, ey! Wollen wir jetzt einfach zu... Hä? Was war das? Also langsam! Nervt dieses scheiß Minen. Aber uns hat ja wahrscheinlich irgendwas abgeschossen. Von hier oben. Kann das sein? So eine Larve. Let's go, komm. Scheiß auf die Larven. Don't fuck with us. Aber irgendeine Säure, ich weiß nicht, was das gewesen ist, aber irgendwas hat er da gerade an uns geklebt. Ich vermute mal, die haben ich mir irgendwo eingefangen. UDL. You don't have to do this. Just let us down from here. The humidity is really uncomfortable. Hier wird jemand gefangen gehalten anscheinend. Ah, here we go. Aber dafür ist die Waffe echt nicht gut. Aber hier. Und wir reinwurzeln. Da in diese Ab. Lebt er noch?
können wir gut wegrutschen. Look, I didn't see what I said about your outfit. It's very fashionable, I swear. Oh, ist auch ein Digger. Oh ne, Yoga, mach den einfach halt. Er kennt sie nicht. Wenn die eine ganze Zeit mir am Weg rumstehen würden, könnte ich abends mal mit vorbei. Mit der Waffe machen wir schon auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage hier. Das ist schon ein schöneres Spielzeug. 960, das ist die Stufe 8, das ist die, die wir schon haben, ne? Huch. 960 und wir haben 960. Das ist exakt dieselbe Waffe. Versperrt. Da kam ja gerade zweimal rausgerannt und jetzt ist es hier versperrt. Ich war blöde. Na gut, haben wir noch was zum Looten. Ludli. Huch, kann man hier, kann nicht mal hier irgendwie hier? So ein. Was ist L1? Ups, das ist L1. Scheiße, das war sinnlos. R1. Das war der Zeithupe. L2, R2 ist klar. Viereck ist Dingsbums. Dreieck war Waffe wechseln. Kreis war ducken und X war springen. Na gut, ich dachte, man könnte irgendwo. Ich dachte, man könnte irgendwie sowas wie. Na, wie heißt es? Den Fokus machen halt, ne? Dass man so, sag ich mal, eventuell interessante Objekte angezeigt bekommt. War das der Wissenschaftler? Nein, du hast da doch gerade noch gelebt gehabt. Haben die den jetzt echt getötet? Weil wir hier zu unsauber rein sind? Weil wir so. Ach, das wäre aber jetzt echt schade. Ich habe das doch nicht gewusst, dass die den gleich töten. Wenn wir den befreien. Oder zumindest. Ach, Scheiße! Die haben wir bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht. Vielleicht muss das auch so sein, dass der tot ist. Aber als wir angekommen sind, hat er auf jeden Fall noch geredet. Also müssen sie den gerade eben erst kalt gemacht haben. Und da müsste es ja theoretisch möglich sein, das zu schaffen, ohne dass er stirbt. Och, Manu. Echt ärgerlich. Aber ich hab's ja nicht vorher gewusst. Ich hab's doch nicht gewusst. Helm, ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass hier auf jeden Fall auch irgendwas Gutes dabei war für uns. Kann ich Dokumente lesen hier? Nee. Aber ich weiß also nicht so genau, was ich hier drin soll. Forschungsdaten vielleicht oder höchstwahrscheinlich. Klappe. Höchstwahrscheinlich kommen wir anhand einer Nebenmission nochmal hierher. Und ist jetzt eigentlich noch gar nicht quasi dafür direkt vorgesehen, dass wir jetzt hier rumdampern. Wenn wir noch überall schon. Hier waren wir noch nicht. Na gut, schade. Das wird Wissenschaftler sehr ärgerlich. Der hat auch nicht irgendwie einen Brief oder so noch dabei gehabt für uns, oder? Wo liegt denn hier? Ne, bloß die Pistole. Hätte sich schon mal verteidigen können. Nehmen die mal mit. Oh, das hätte ich ja beinahe übersehen. Die sind natürlich ganz wichtig. Die Dietrische. Die sind enorm wichtig. So, hier können wir auch nichts mehr machen. Terminal, hier ist noch ein Terminal. Heckenfertigkeit zu niedrig. Was? Optionale Schlüsselkarte für das Waffenterminal im UDL-Labor. Das ist doch hier das UDL-Labor, oder? Ah. Ja, mei. Überbrückungskontakt. Aber wir haben doch hier alles durchsucht. Wo soll denn hier noch eine Schlüsselkarte sein? Das ist doch. Wir sind doch jetzt im UDL-Labor, oder? Haben sie doch UDL-Labor, genau.
haben sie doch gerade so gesagt gehabt. So, hier liegt doch nichts mehr rum. Wir haben doch hier alles durchsucht. Energiezelle. Die haben wir vergessen. Den Typen haben wir durchsucht. Hier liegt nichts mehr rum. So, hier liegt nichts mehr rum. So, gehe ich nochmal kurz hier hoch. Aber hier haben wir auch die Spinde, waren wir überall. Hier waren wir überall. Hier draußen waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier haben wir noch ein bisschen was übersehen. Was liegt denn hier noch rum? Bitmodule, Schlüsselkarte. Ah, jawolski. Ole, ole. Zum Glück haben wir noch mal gesucht. Manchmal sollte man halt doch zweimal gucken. Warum komme ich jetzt hier noch runter? Ey, Backspiel. Huch. Steht da jemand im Weg? Wo sind denn eigentlich meine Kollegen? Kolleginnen. Die zwei Muschis, wo sind die? Hallo. Sind die tot? Nee. Nioka Powat, die sterben irgendwie, die sind. Hm, keine Ahnung. Die machen bestimmt Sauereien irgendwie. Huch. Terminal benutzen. Sicherheitsbehälter für Klippergewehr aufschließen. Mich in Sicherheit bringen. Falsche Antwort. Ach so, das war jetzt eine Frage. Hä? Ah. Frage 2. Ach nö. Du befindest dich in einem unserer zahlreichen UDL-Einkaufszentren für den persönlichen Sicherheitsbedarf und genießt dort unsere dreischaltige Auswahl an Mitarbeiterbefriedigungsausrüstung, als dich plötzlich ein Fremder anspricht. Er macht einen beiläufigen Kommentar, der als indirekter Angriff auf den Vorstandsvorsitzenden Rockwell interpretiert werden könnte. Was tust du? Antwort: Ihn aufs Schärfste verurteilen und die Ehre des Vorstandsvorsitzenden verteidigen. Lächeln und weggehen. Ihn weiter befragen, um seine Absichten zu ermitteln. Wir machen Nummer 1. Korrekte Antwort. Fortsetzen. Frage 3. Du und deine Partnerin genießen einiges... Du und dein Partner genießen eine gesunde und liebevolle Beziehung. Doch eines Tages findest du heraus, dass er oder sie euren Kindern nicht genehmigte Geschichten vorgelesen hat. Was tust du? Die Geschichten vernichten und deinen Kindern verbieten, sie jemals wieder zu erwähnen. Antwort 2. Deine Ehepartnerin festnehmen und deine Kinder für eine Umerziehungsmaßnahme anmelden. Das ist bestimmt nur eine gute Antwort. Die Geschichten den Behörden übergeben und die Verantwortung für den Vorfall übernehmen. Hol mich, ich bin doch nicht schuld. Nee, Ehepartner festnehmen lassen. Korrekt, sag's doch. Die Verwendung des Massenkontrollprototyps GL009 wurde autorisiert. Erinnerung beim bla bla bla. Wo ist denn das Ding? Hier. Ah. Klippergewehr. Huch, stoß mich an da. Warum drücke ich mich denn heute an da? Klippergewehr. Was macht denn das Klippergewehr? Wissenschaftswaffe. Die Entwicklung dieser Waffe wurde abgebrochen, als eine beteiligte Wissenschaftlerin von Plünderern getötet wurde und das verbleibende Team bemerkte, dass niemand ihren Teil der Arbeit verstehen konnte. Darunter fiel die Klipperproduktion, die Antigravitation und die Aufladung und Leitung von Elektrizität. 62 Schaden pro Sekunde schwere Waffe, Stufe 15, bla bla bla. Und was macht die Waffe? Keine Ahnung, muss man rausfinden. Na gut. Dann machen wir das so. Jetzt kommen wir jetzt irgendwie einfach mal hier rüber, wo wir eigentlich hinwollen. Wir sind immer noch. Wir kriegen hier, finden andauernd irgendwas und dann... Karte. Jetzt hängen wir hier wieder in die Berge fest. Wir müssen irgendwie hier... Also das war... Was ist das denn hier drüben? Rechts. Moment, ich sehe gerade nicht, wo bin ich denn? Ja, rechts von uns. Da... Dahinter oder was? Was ist das? Was ist hier eingezeichnet? Ach, hier ist ein Durchgang. Kann das sein, wir standen vor uns auf der anderen Seite von dem Durchgang? Aber er ist verschlossen, oder? Naja, versiegelt. Terminal benutzen, Tür aufschließen. Ja, moin. Waren wir nicht vor uns hier auf der Seite? Aber ist ja auch falsch am Ende des Tages.
Wir hätten uns eventuell die Schnellreise sparen können, wären dann direkt hier rausgekommen. Hätte im Prinzip aber eigentlich. Nein, der hat im Prinzip nichts geändert. Nicht wirklich. Aber wir haben jetzt mal aufgeschlossen. Und müssen wir jetzt mal sehen, wie wir weiter hier rüberkommen. Die Frage ist ja eigentlich hauptsächlich bloß, wie wir diese blöde Brücke umgehen können. Das ist ja der springende Punkt. Es geht eigentlich nur darum, diese blöde Brücke zu entgehen. Die können wir wahrscheinlich entgehen, indem wir irgendwie unten lang laufen. Nur wird untenrum die Gefahr größer sein. Da ist die Brücke. Wir können jetzt sicherlich unten lang gehen. Wir sind ja schon fast drüben. Und Gefahr habe ich bis jetzt keine gesehen. Wir kommen natürlich hier drüben nicht hoch. Und ich höre hier irgendwas ganz Böses. Böse und groß klingt das hier. Wir kommen ja nicht hoch. Wir müssen ausdrücken. Ich bin gerade am Überlegen. Ach, Moment. Was sind's jetzt? Ich bin am Überlegen, ob wir eventuell mal fix die Wissenschaftswaffe ausrüsten mit dem. Mit dem Verkleinern. Den Schrumpfstrahl. Wir sollten uns lieber, was hatte ich jetzt gesagt? Was sollten wir lieber? Wenn die können wir töten, das ist ja nicht das Problem. Überraschung! Hier, du Eier. Ja, wie war's? That's the last of them. Ah, haben wir alle getötet. Alle tot. Und hier kommen wir hoch, guck an. So, was haben sie denn hier schon wieder Schönes gehabt? Nix, wie es aussieht. Wir machen immer noch irgendwelche leeren, dummen, blöden, hässlichen Behälter. Mit dem Kompass drinne. Natürlich. Wer schmeißt denn eigentlich Geld in den Mülleimer? Oder, also bitte du ist ja hier die Währung. Wer schmeißt denn hier die Währung in den Mülleimer? Ah, die dummen Plünderer. Die dummen dämlichen Plünderer. So, Monarch. Sag mal, was ist denn das hier drüben schon wieder Verrücktes? Die Fallbrook-Kreuzung. Ah, hier ist Facebook. Fallbrook's on the other side of the bridge there. Da fehlt schon lange an der Brücke, falls du etwas zu trinken brauchst. Wir haben gerade mal die halbe Strecke zum Berg zurückgelegt, als wäre das vielleicht eine gute Idee. Radiofreies Monarch. Ah, hier gibt's was zu trinken. Wir wollen ins Saufen gehen. Wir gehen da mal rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute in der Folge noch da ankommen, wo wir eigentlich ankommen wollten. Aber so ist es in solchen Spielen nun mal. Das habt vorher gewusst. Ja, können wir mal so ehrlich könnte sein und sagen, okay, ich will ja hier auch nicht durchrushen, ne? Wir wollen uns ja die Welt angucken. Na, das Let's Play ist nun mal nicht in den nächsten 3-4 Folgen vorbei. Das ist einfach so. Und es soll ja auch nicht so sein. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch Zeit. Und wir wollen doch so viel wie möglich sehen. Oder? Ist doch wahr. Ist doch. Machen wir uns doch nichts vor. So, komm, lade dich aus. Ich will hier saufen. Saufen! Spaces Choice. Ah, ja, guten Morgen. Da stecken wir mal die Waffe weg. Na, hier sieht es ja richtig schnuckelig aus. Hallo, Mortimer. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Erzähl mir von der Freizeitanlage. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Lilia hat mich geschickt. Wo ist Catherine? Ist das so? Hat mich ja jemand schon hergeschickt? You're looking for Ms. Malin. On an errand for the boss lady? Oh, that sounds ominous. Yeah. Das hab ich schon vergessen. Ms. Malin won't like that a whit.
Immer schön atmen, ist schon in Ordnung, sag mal einfach, wie ich zu Miss Mellon komme, weißt du, wo Catherine ist oder nicht, du bist echt nutzlos und ja, das kommt in meinen Bericht. Ich gehe wohl besser, nö, da hat sie rumgestaut, da hat irgendwie Angst, da weiß ich auf jeden Fall, wo die ist. Immer schön atmen, ist schon in Ordnung, sag mir einfach, wo die ist. She's not, but just down the way. 10-1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise. Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Erzähl mir mal von der Freizeitanlage. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon. Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. Okay, das... wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Guess it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch. Excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Ja, hab ich verstanden. Swell. We like quick on the draw types like you. Saloon is straight back and to the right. Once you're feeling sated, you're welcome to a private cabin. Only $2.50 a night. Ms. Malin can let you one if you're interested. She's the one who runs this racket. Du, ciao. Also. Oh, well, this is certainly a town. Also auf jeden Fall brauche ich hier mir keine Stadt nehmen. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte. Ich habe Geld. Nelson Mason. Och. Take a gander at that mug. I ain't ever seen someone so adept looking my whole life. Was? Watch yourself, Captain. This guy's got eyes like a sprat set on stealing your dinner. Well, that's awfully kind of you, mister. Oh, now, come on. All I mean is, well, rather that, you don't seem like the usual pigeons we pluck. No offense, of course, if you are a Byzantium Goldblood. Say, I'd like to do you a favor. Might I interest you in a surefire scheme? Wink, wink. Ein todsicherer Plan. Lilia hat mich geschickt, damit ich mich um ein Sublight-Problem kümmere. Mit Schmeicheleien kannst du alles erreichen. Sprich ruhig weiter, hast du gerade Zwinker zu mir gesagt, anstatt mir richtig zu zwinkern. Arme verschränken, hoffentlich ist der gut. Ich habe keine Zeit für sowas. Machen wir das. Hast du gerade Zwinker zu mir gesagt, anstatt mir richtig zuzuzwinkern? Don't believe I did. No? Wink. Pure and simple, it's like this. I run our drug delivery service. Recently, I had the genius idea to cut costs in half by swapping our autoloaders with faster, cheaper sprats. Ha, da wollte... Da hat er auf jeden Fall eine Idee, um die Kosten zur Hälfte zu reduzieren. Lass mich raten, wir stecken die Hälfte ein, die du einsparst. Too right you are. Only problem is, my sprat carriers ain't arrived from their latest run. As I was saying, you look more capable than most of the hoopleheads around these parts. What say you locate him and retrieve the goods for me? Aha. In return, I'll cut you 5% of the profit. 5% pro Profit? Überzeugen 100 haben wir leider nicht. Ich helfe dir gerne, ist ja nicht so, als hätte ich Besseres zu tun. Wo soll ich anfangen, nach deinem fehlenden Sprettkurier zu suchen? Bevor ich zustimme, will ich noch antworten auf ein paar Fragen. Bla 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 bla. Ich will das erste machen. Geht nicht, ist kaputt. Ja, ich helfe dir gerne. Komm, was ist das Sarkasm? Ich werde assumieren, dass es nicht war. Wenn es Sarkasm ist, musst du es irgendwie zeigen, like mit einem Wink. Mein Sprettkurier schwirrt back and forth through the shipping tunnels. Any trail ought to start there. When you've got the goods, I'll be here. Gut, wir haben auf jeden Fall eine neue Mission, eine Nebenmission bekommen. Nimm doch hier den Sublight-Schläger, da kann die doch suchen. So, Moment mal, wir haben, wir müssen ja irgendeine Mission haben, wo wir eigentlich hierher sollen. Und zwar sollten wir, mit wem sollten wir jetzt reden?
Ach, das ist. Ach so, das ist die Mission, mit dem Buddha getötet worden ist. Das ist auch doch mal noch eine Nebenmission geworden. Na gut, so, sprich mit Celia. Das ist auch nicht hier. Lilia hat letzter Zeit nichts mehr von ihrem Agenten Stella Bay gehört. Beschaffe die Informationen über den Standort und Bergungsobjekt von ihm und überbringen Catherine Marley in Fallbruch. Das müsste das sein. Was müssen wir da jetzt hier machen? Zugangscode. Wir brauchen einen Zugangscode. Was ist denn mit dieser... Wo ist denn diese Olle eigentlich? Wie groß das hier alles ist. Wahnsinn. Das ist ja doch eine Stadt. Moment, wir müssen nochmal hier gucken. Suche Haies Grab zusammen mit Miyoka auf, ist auch klar. Durchsuche Sublights Liefertunnel. Das ist dann... Also wir müssen anscheinend doch raus. Erstmal wieder. Auf jeden Fall cool, was wir einfach so... Wie viel wir jetzt eigentlich so entdeckt haben. Einfach nur auf dem Weg zu einer Mission. Also... Ich finde das mega geil, dass man halt eigentlich nie dort ankommt, wo man ankommen will und am Anfang noch irgendwas von Zielstrebigkeit labert. Das ist immer schön, das ist, macht Spaß, auf jeden Fall. Das fetzt aber wirklich, also ich finde das immer cool, wenn man einfach irgendwo eigentlich ankommen will in dem Spiel und dann einfach von so vielen Sachen abgelenkt wird, wo man dann auch einfach nicht dran vorbeilaufen kann. Oh, das ist 800, ah, nein. Wir... machen folgendes. Wir machen erstmal den Auftrag hier fertig. Sind wir jetzt immer noch 6? Warum sind wir eigentlich immer noch so weit weg? War das nicht von dir? You ever been off Monarch, Miyoka? Before you met the captain, I mean. Es waren da eigentlich bloß noch 200 Meter oder so, oder? Wir müssen doch eigentlich hier hin. Was war denn jetzt hier von der Mission? Oh, ich blicke ja schon gar nicht mehr durch. Oder war das der Hauptauftrag? Ah, der Hauptauftrag. Okay, wir machen den Hauptauftrag erstmal. Wie gesagt, deswegen sind wir ja eigentlich hier. Wir machen das alles nach und nach. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hier ist irgendwie was ganz, ganz... Wo ist es denn hier? Die hier oben meine ich nämlich. Wir gehen weiter, die sehen uns. Oh! Weg. Naja. Stirb mal einfach. So, das waren alle. Das waren schon alle. Lalalalala. Wir können wahrscheinlich auch, was ich vorhin mal noch sagen wollte, das habe ich komplett vergessen. Können wir wahrscheinlich mittlerweile auch nochmal wegen der Rüstung gucken, denn wir haben so viele Helme für uns gefunden, vor allem in dem Labor. Da waren ein, zwei Helme dabei, wo ich vermuten würde, dass die doch eine ganze Ecke besser sind als die Helme, die wir aktuell Look northwest. Haben. That ain't it. But marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear unless you fancy getting shot. Westbound still. Nordosten? I'll let you know when we can start ascending. Ich hätte Nordosten gesagt, ich meinte aber Nordwesten. Wir müssen aber in die Richtung, wir müssen da hoch, müssen wir. Komm her. Einsame Kreuzung entdeckt. Ja, die ist natürlich einsam, die Kreuzung. Wir müssen aber anscheinend hier hoch, oder? Würde ich vermuten. Weil wir müssen ja dahin und... Moment, Karte. Wir müssen noch weitergehen. Weiter hinten geht's dann höher. Okay, wir gehen einfach mal der Straße weiter, bevor wir uns jetzt noch 10.000 Mal verrennen. Und hier ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Gegnern in der Umgebung. Hier sind die nächsten Gegner. Alles nichts, wir müssen jetzt einfach mal hier reinhalten. Der ist hier irgendwo rechts hingerannt.
Hab ich schon gedacht. Geht doch. Ja, die Kerzen sind hier aber auch nicht. Na, scheiße, der rennt gleich auf die Schnitte hin. Also der ist weg. Und der ist auch weg. So, das sollten alle gewesen sein. Erstmal wieder. Mal sehen, wie lange. Mal sehen, wie lange. So, ich guck mal kurz wegen Rüstung. Wir haben aktuell 26. Wir haben ja 38. Ist das schon? Und dann sind alles andere sind Helme. Und unser bester Helm hat 36. Da haben wir... Oh, keinen besseren Helm. Na gut. Aber wir haben eine bessere Oberkörper-Dings-Gedöns gefunden. Was ist das da drüben? Mega-Raptidon. Den lassen wir auch erstmal in Ruhe. Sehen, ob wir den irgendwann noch begegnen. Hier ist auch nochmal. I call this Rotting River. On account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the devil's Müttermischling, Mütterheuler. That's one option. Others ist alles voller Monster. For some fun? Let's check. Was haben wir denn dort schon wieder von der Riesenanlage? Meine Güte. Mantisaurier-Soldat. Der Soldat liegt. The caves back east are safest. We can head up this path if you want to shoot your way through a few nightmares on your way up. Ich hab jetzt hier, die hat irgendwas mit irgendwelchen Höhlen im Osten stellen die oder irgendwelche Höhlen, weiß ich nicht genau wo stellen die sicherste. Hier ist ganz schön was los. Ah, Mädels, mit euch macht es Spaß. Das gefällt mir. Ihr macht das gut. Ihr habt keine Angst. Ihr haltet mit drauf. This is fun, isn't it? Nice views, a little exercise and fresh air. Ja, das macht Spaß, das stimmt allerdings. Das ist, kann ich dir nur genauso unterschreiben. Aber also der Planet hier, also jetzt wo wir hier so sind, das sieht schon mega nach No Man's Sky aus, oder? Kann man... Oh, auch da hat Babys, guck mal. Da aussieht. Super Mädels. Wir sind ein Dream Team, definitiv. Dream Team. So, ich muss mal auf die Map gucken, wo wir jetzt sind. Das ist ja ganz falsch. Was ist denn hier eigentlich grün? Verlassener Unterschlupf. Jetzt haben wir zwei Ziele. Höhle. Informationshändler. Boah, wir sind schon wieder über die Zeit, ey. Das ist doch nicht wahr. Wir machen jetzt trotzdem, egal wie lange die Folge jetzt geht, wir machen noch bis zum Informationshändler. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall noch hin. Hab ich ja, also da, das machen wir schon noch. Ich muss mal zurückgehen zu der Höhle. Und dann die Höhlen nehmen. In Richtung Informationshändler eben. Nicht gewusst, dass wir hier schon wieder falsch laufen.
Ist es da, geht's jetzt hier rein? Nee, ach so. Ja, gut, okay. Hm. Übergang, Höhlen. Ach, das ist mit. Ah! Alles klar, da müssen wir ja. Wir können gar nicht durch die Höhlen gehen. Das ist alles noch. Also, beziehungsweise schon, aber das ist halt nochmal mit Ladebildschirm. Extra nochmal. Sind wir jetzt in den Höhlen drin? Die quasi als Durchquerung. Alter, wie geil! Wie geil sieht das aus? Alter. Boah, ist das Wahnsinn. Look up. That makeshift bridge, we gotta cross it. First we go under, then hook around to the left, then up and over. Diese blöden. Incoming! And that's how it's done, Captain. Die blöden Viecher machen natürlich die Atmosphäre etwas kaputt. Aber das sieht so geil aus. Ich krieg mich gar nicht wieder ein, ey. Komm ich schnell hier hoch. Hier hinten lang. Ich bin gerade etwas ruhig, weil ich... Oh. Stopp jetzt! Alter! Was ist denn das? Ich bin tot. Alter, was war das denn jetzt für ein Scheiß? Das hast du ja nicht gesehen, nicht getroffen. Oh, okay, ich glaube, das dauert wirklich noch eine ganze Weile, bis wir hier durch sind. Wir machen jetzt hier Feierabend. Wir sehen es dann doch erst leider in der nächsten Folge. Ich kann jetzt hier auch, ja, was soll ich jetzt machen? Na, letzter Speicherstand war wann? 14.12 Uhr, vor 3 Minuten. Also, wie gesagt, ich, ja, wir müssen das in der nächsten Folge machen. Das dauert noch eine Weile, bis ich dann dort bin. Wir sind jetzt bei 38 Minuten oder sowas. Also, von daher, das wird sonst bloß zu lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst ein Like da, ein Abo da lassen am besten noch und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und ciao. Choice is not responsible for any feeling of vertigo, wonder or hunger you may have experienced while watching this advertisement.